Hallo Leute, Takeo hier. Herzlich willkommen zu God of War, dem Soft-Reboot der God of War-Reihe von 2018, in welchem der spartanische Antiheld Kratos die griechische Mythologie hinter sich gelassen und einen Neuanfang in der nordischen Mythologie gewagt hat. Ich selbst habe zum Spiel durchwegs nur Gutes gehört, auch von Leuten, die mit diesem Titel zum ersten Mal in die God of War-Reihe eingestiegen sind. Daher glaube ich auch, dass man ohne große Vorkenntnisse zur Spielereihe, die ich übrigens auch nicht habe, hier dennoch ein richtig tolles Abenteuer erleben kann. Und damit wünsche ich jetzt auch viel Spaß mit God of War. Genau, zu Beginn müssen wir natürlich einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Story ist mir, glaube ich, etwas zu leicht. Herausforderung und God of War würde ich lieber nicht nehmen, dadurch, dass ich bisher kein God of War so richtig gespielt habe. Und ein ausgeglichenes Erlebnis klingt daher am besten. Von dem her soll das unser Schwierigkeitsgrad sein. Hab ein. Steig jetzt in das Boot. Wow, also was man gleich mal vorweg sagen kann, ist, dass das Spiel visuell richtig umwerfend aussieht. Die Licht- und Schatteneffekte und die ganzen Details in der Umgebung und auch an den Klamotten von Kratos, das ist schon ziemlich beeindruckend. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Junge. Das reicht aus. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter drüber nach. Ja, Vater.
Ich muss sagen, ich bin auch jetzt schon ein großer Fan von dem Sounddesign. Alles klingt richtig schwer, tief und wuchtig. Und das trägt jetzt auch sehr, sehr zum Spielerlebnis bei. Und ich muss gerade ein bisschen an Skyrim denken, wenn ich den Berg da hinten sehe, am Horizont, sowie natürlich hier diesen verschneiten, schönen kleinen Wald. Das war der letzte. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Zeig's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche.
lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Also geht es jetzt erstmal auf die Jagd. Okay. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Oh, das ist ein schöner Wald. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Ja, wir schauen uns hier auch einmal genauer um. Aha, hier liegt doch schon was. 242 Hacksilber. Junge, was ist hiermit? Gut, aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Was für Schätze hält der Wald noch für uns bereit? Ah, hier ist sogar eine Truhe. Noch mehr Hacksilber. 414. Ich sehe vorne nach. Und was haben wir hier? Verloren und wiedergefunden. Verlorene Spielsachen. 1 von 4. Oh, Atreus, hast du deine Spielsachen hier im Wald verloren? Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Da müssen wir einmal drüber springen. Hier lang, Junge. Hep! Oh. Halt, Hirschspuren, frisch. Hier lang. Ich bin ja ein großer Fan von langen Kamerafahrten. Gerade so in Filmszenen mit Actionsequenzen macht es das Ganze meiner Meinung nach noch dynamischer. Und hier in God of War gibt es auch keine Schnitte. Das heißt, solange ich nicht ins Menü gehe oder irgendwas machen würde, wäre das ganze Spiel eine große, lange Kamerafahrt. Und das finde ich kreativ sehr, sehr cool. Gefällt mir bisher richtig gut. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Und wir wollen plündern. Noch mehr Hacksilber. Wow, und 387 Hacksilber mehr. Also die Preise müssen ja ziemlich hoch sein, wenn wir jetzt schon im Wald so viel Silber sammeln. Und nochmal 319. Irgendwo da drüben können wir dann auch noch runterklettern. Das merken wir uns einmal. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Los. Oh, was ist hier passiert? Oh, die Axt ist richtig cool. Da ist der. Warte. Oh. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser.
Finde ihn. Finde ihn. Ach, Kratos is not amused. Ah, mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Diese Axt. Da kommt schon der nächste. Okay, nur noch der eine hier. Ah, und jetzt kommt auch die Meldung mit den Blocken. L1 und X zum Ausweichen. Oh, da kommen ja immer mehr. Aber auf jeden Fall ein cooles Kampfsystem. Draugar, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr wuchtig gespielt. Ich möchte aber nur einmal noch kurz da in den Wald reingucken. Oh, ja, irgendjemand haben sie hier auch erwischt. Weil wir sind hier jetzt sehr schnell weitergezogen. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Noch ein bisschen Beute. 408 Hacksilber. Okay. Mit Heilungssteinen können sie ihre Gesundheit wiederherstellen. Ah. Sehr praktisch. Hier lang. Da möchte Atreus lang gehen. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal die anderen Wege noch auskundschaften. Und schauen, was es hier drüben noch gibt. Der Hirsch ist hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren. Ja, aber hier könnte es noch mehr Hacksilber geben. Oh. Oder wir folgen dir. Ganz genau. 345, wow. Ist das hier dann die Stelle, die wir gesehen haben? Ja, sieht ganz so aus. Vorsicht an der Kante, Junge. Ja, das war die Brücke. Da ist auch noch eine große Truhe. Das heißt, wir müssen einmal noch da zur Kette. Und nochmal 313 Hacksilber, also ich fühle mich richtig reich. Bin mal gespannt, was wir alles so kaufen können. Oh oh. Ja. Na, dann kommt her. Aggressive Wölfe. Okay. Und sie geben uns auch ein paar Erfahrungspunkte. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Ja, das hatten sie bestimmt. Ah, und noch ein Spielzeug. Sehr gut.
2 von 4. Dann schauen wir mal, was in der großen Truhe drin ist. Igitt, was? Oh. Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Das war ein Sarg. Okay. Tut mir leid. Ansonsten haben wir hier alles geplündert. Dann können wir auch wieder weiter, Atreus. Ich finde das cool, dass Atreus sich einfach hier so dran klammert an Kratos. Haben wir uns verirrt? Nee. Nein, nein, wir gehen jetzt nur wieder zurück. Kann man das da oben noch runterwerfen? Noch mehr Hacksilber. Und da ist auch noch irgendwie eine Barrikade zum Durchbrechen. Sollten wir hier drin sein? Das finden wir gleich einmal heraus. Diese Truhe ist durch Runenmagie verschlossen. Finden und brechen Sie die drei Siegel, um sie zu öffnen. Okay, da hier wäre schon mal eins. Dann ist da drüben Nummer zwei. Und Nummer drei. Idun-Apfel, legendär. Sie haben einen der drei Idun-Äpfel gesammelt, die Sie zur Erhöhung Ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Oh, sehr cool. Die Idun-Äpfel sind die Wahlspeise der Götter. Man findet die insgesamt 9 Äpfel in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Also wie Herzteile, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass es insgesamt nur 9 Stück gibt, also so viele sind das gar nicht. Aber okay, dann können wir jetzt einmal weiterziehen und auch den Weg nehmen, den Atreus vorhin vorgeschlagen hat, zu diesem großen Turm. Ich sehe da oben! Im alten Tempel! Ich darf da aber nicht rein! Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Genau. Wir sind ja da. Da! Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Interessant. Das ist ein ziemlich großer Tempel. Oh oh. Drauge! Gegner Gesundheitsbalken. Im Kampf wird der Gegner Gesundheitsbalken über ihm angezeigt, wenn er Schaden erleidet oder wenn Kratos ihn anvisiert.
Oh, das sind sogar richtig viele. Oh, ist das cool. Oh, da kommen ja noch mehr. Mega gut. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Ja, Atreus, lass uns nur hier einmal noch kurz umschauen. Hier gibt es gleich wieder so viele Wege. Und wie es Gesetz ist, erstmal immer in die entgegengesetzte Richtung gehen. Um zu schauen, dass man auch nichts übersieht. Ah, noch mehr Wölfe. Na, willst du auch noch? Das sind auch so viele. Mit Draugr. Puh, ich habe schon gedacht, unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte... Ja, Vater. Ich glaube, Atreus hat es nicht leicht mit Kratos als Vater. Oh, hier hast du auch ein Spielzeug verloren. Okay. Und noch mehr Hacksilber, 690. Okay, ich glaube, dann haben wir hier alles. Hey, warte auf mich! Dann ziehen wir hier mal an der leuchtenden Kette. Schauen, was passiert. Sehr schön. Oh. Es bleibt nicht offen. Was jetzt? Ach so, wir können jetzt auch. Oh. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Das ist natürlich stark. Das könnte zu sehr interessanten Puzzlen führen. Und hier ist zum Glück auch das Tor aufgegangen. Nochmal 669 Hacksilber. Also... Toll! Oh, Moment, Atreus. Ich sehe noch mehr Loot hier drüben. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Erstmal nehmen wir das noch alles mit. 782. Wie viel haben wir da mittlerweile? Schon an die 8000?
Genau. Was haben wir denn hier? Das hat nicht so viel gebracht. Aber das hier. Nochmal 312 Hack Silber. Wahnsinn, das hat auch so viel Hack Silber gegeben. Moment, ich muss einmal nachschauen. Wie viel haben wir? Ja, 8082. Und das für ungefähr eine halbe Stunde Spielzeit. Da können wir auch nochmal hoch. Junge, hierher. Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Mhm. Mythen. 1 von 11. Ja, das ist es ja. Wenn Skell und Hati Sonne und Mond verschlingen, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass Ragnarök beginnt. Die Götterdämmerung. Das ist schon sehr wichtig. Oh, und noch eine Truhe. Nochmal 382 Hacksilber. Ich glaube, dann haben wir hier alles, oder, Atreus? Sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Oh. Ich hab ihn! Gut. Nein, bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Klasse. Atreus Pfeile. Drücken Sie Viereck, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren.
Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Ah, okay. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Na dann. Jetzt, Atreus. Ach du meine Güte. Ah, man kann auch sprinten. Okay. Passiert irgendwas, wenn wir die Schwachstellen treffen? Leute, wahrscheinlich ein ziemlich zäher Brocken ist Atreus. Bin soweit. Sehr gut machst du das. Stirb, verdammt, stirb! Ich habe so das Gefühl, es juckt ihn gar nicht, wenn wir diese leuchtenden Stellen treffen. Beherrsche dich, Junge! Ja, wir sind dabei. Junge. Ich hab keine Angst vor dir! Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt. Du bist nicht bereit. Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Erfahrungspunkte. Ja, die haben noch kein so gutes Vater-Sohn-Verhältnis, die beiden. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Was hat er uns gedroppt? 3064 Hacksilber? Ach du meine Güte. Das heißt, wir haben 11.528 nach der ersten Folge sozusagen. Wow. Hier lang geht's nach Hause, Mann. Ja, wir schauen uns nur noch mal hier hinten ein bisschen um. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter versteckt. Dann würde ich sagen, war das unsere erste Episode von God of War. Ein klasse Auftakt. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, haben wir viel gelernt über diese Person und
Die Jagd war doch schon ein kleines erstes Abenteuer hier. Bin mal gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.